Leute, was geht ab? Ich bin's Marvin. Ich bin's Kelvin. Und Leute, wie ihr sehen könnt, wir sind nackt. Wir sind nackt. No homo. Warum sind wir nackt? Ich weiß, nein, wir sind hier in Badeklamotten. Wir sind im Urlaub, Leute. Seit 3 Tagen. Wir sind übrigens in Kreta, in Griechenland. Ja, es ist ein bisschen windig, deswegen könnte sein, dass ihr nicht alles versteht. Genau. Aber ja, Kreta, Griechenland. Hier, wir zeigen euch erstmal außen die Strände, also unseren hier so Privatstrandmäßig. Genau. Zeigen wir euch gleich. Ja, wir nehmen euch mal einen Tag so mit, würde ich sagen. Einen kleinen Vlog aus dem Urlaub aus Kreta. Wir gehen jetzt erstmal zum Strand, abchecken. Hier ist öffentlicher Pool. Daher unten darunter geht's zu unserem Private Strand. Let's go. Bam. Hier ist Strand-WC. Da ist noch ein Gym. Hier ist eine chillige Bar. Können wir jetzt noch einen Cappuccino trinken, ne? Gleich ein Reinfall, würde ich sagen. Schaumigen, was sagst du? Schaumigen, der geht immer, oder? Geht's gut dann, oder? Ziehen wir uns rein. Ja, Mann. Auf jeden Fall ist es entspannt, also es ist gar nicht so voll hier, weil wegen Corona auch. Viele sind gar nicht am Reisen oder ja, sonst was. Haben wahrscheinlich Angst, nicht so eine Reiselaune. Genau. Kommt uns zugute, wir haben echt unsere Ruhe, ganz entspannt. In Europa kann man auch easy reisen, weil es nur 3 Stunden Flug. Und das Geile ist, bei dem WC, guck dir mal die Aussicht an. Ja, Mann. Entspannte Aussicht. Hier ist der Spiegel. Der läuft, Leute. Hier. Eigentlich auf Klo müsste so eine Aussicht sein, Leute. Beim Schießen. Ja, hier, wir können es nochmal aufpumpen, bevor es zum Strand geht. Komm. Hier gibt es sogar. Leute, so sieht der Strand aus. Bam. Da hinten ist noch ein kleiner Strand und da hinten ist noch ein kleiner Strand. Können wir alle abchecken. Ich würde sagen, Marvin, du machst mal heute deinen ersten Backflip hier im Sandbereich. Oh, ja, mal gucken. Da sind mir zu viele Leute. Falls ich mich blamiere, wäre das sehr peinlich. Übrigens haben wir es leider nicht geschafft, ins Fitnessstudio zu gehen. War auch noch unser Ziel. Ja, Mann, wir wollten eigentlich vor dem Urlaub ins Gym gehen, aber wir haben es nicht gebacken bekommen, weil wir Fettsäcke sind. Deswegen schwabbeln wir hier ein bisschen rum. Ja, und hier gönnen wir uns richtig viel Essen und so. Ja, Fastfood und alles. In dem Urlaub wird immer fett gegönnt. Aber hier wird zugenommen, nicht abgenommen wahrscheinlich. Hier, komm, ich mach mal ein paar Bizeps-Curls hier. Komm. Sind das so Pseudo-Gewichte? Oder sind das wirklich. Das sieht nämlich echt schwer aus. 100 Kilo? Auf, ja, ganz entspannt eigentlich. Oh, du Tier, du. Würdest du das schaffen, 100 Kilo? Jetzt mal ehrlich, wie viel Gewicht sind das? Was denkst du pro Seite? Ich glaube, ich würde sagen, 20 Kilo sind das. Pro Seite? Nee, insgesamt. Was ist das denn hier für ein Schrank? Allein diese Location. Genau, ganz entspannt, ohne Krampf. Bisschen gucken, was abgeht, Leute. Ganz entspannt. Ohne Flexen. Also wenn ihr ganz entspannt unterwegs seid und so aussieht, dann habt ihr alles richtig gemacht. Komm, wir gehen mal schon. Wir gehen mal eben, ne? Mach mal Kamera auf. Ey Leute, wir gehen auch heute zum ersten Mal hier rein. Da hinten ist auch noch so voll. Wir waren noch gar nicht richtig schwimmen. Wir waren noch gar nicht richtig im Meer. Geil ist, man hat hier einfach seine Ruhe und da hinten ist noch ein Strand. Das krasse ist, das ist einfach das offene Meer. Also theoretisch würde man da zum Ozean gelangen. Ja, da kommen die Haie dann rein, ne? Ja. Okay, Leute, Mini-Strand hier entdeckt. Das sind keine Steine wenigstens, das ist gut. Boah, ist gar nicht kalt, voll geil. Geil, Mann. Aber hier mache ich vielleicht auch einen Backflip. Also auf diesen gepriesenen Sand wird Marvin seinen ersten Backflip aus dem Stand mal machen, seit Ewigkeiten, ne? Wie lange ist es schon her, ne? Locker wieder ein Jahr. Hey, diese Muskeln hier, können die auch... Das einmal mehr. Können die auch ein Rückwärtssalto? Schau noch mal in den Körper, lass mal raus. Hey, da steht was, hey, das ist ein Mutter. Eine Nachricht. Oh. Eine Nachricht, oh mein Gott. Was steht da? Vielleicht der Game Master, da. Was steht da? Andere Sprache hier, oder was ist das? Leute, ihr müsst das übersetzen. Leute, wer kann... Heißt Kumpel? Mado... Madoine. Madoine. Leute, welche Sprache ist das? Hier ist noch mehr. Noch eine Botschaft. HL Mai? Erster Backflip hier am Strand. Pro Urlaub immer an geilen Orten direkt einen Backflip ziehen. Leute, so will ich nach meiner Diät auch sehen. Also für mich ist das jetzt nichts Besonderes, weil ich habe auch schon viel Scheiße gefressen. Komm, hör auf. Leute, stehst du oder nicht? Hier bekommst du noch einen auf den Nacken. Ja. Okay, Leute, ihr müsst jetzt in die Comments schreiben, werde ich den schaffen oder nicht? Ja oder nein? Hoffentlich will ich es auf Fresse jetzt, Alter. Spaß, Leute, Lunch im Krankenhaus oder nicht? Wir werden sehen. Ey Junge, ich war so schlapp, eigentlich einfach hochziehen und dann richtig tucken, Alter. Wird mal aber den ersten stehen oder kommt das Knie auf? Wow, mit Schraube, Alter. Wow. Spaß, okay. Okay, so ready. Ja, Mann. Packst das. Der Boden ist gut. Okay. Du kannst ausreden. Ready? Ja, Mann. Let's go. Wow! Der erste, Mann! Nice! Geiles Feeling hier.
Am Strand mit Sonne. Nice, Mann. Dick gestanden. Rein mit dir! Rein mit dir! Leute, schreibt jetzt in die Kommis, was denkt ihr, wie viele Rückwärtssaltos ich hintereinander machen kann? Aber ich muss sie auch stehen. Okay. Wenn ich jetzt so aufkomme, zählt nicht. Ich sag 3. Ich habe jetzt schon echt viel hier gemacht, auch für Instagram. Hab schon gut Energie weg, aber ich sag einfach mal selbstbewusst 5. Ja, Leute, schreibt jetzt in die Kommis, nicht vorspulen, ihr wisst Bescheid. 1. 2. 3 4 Oh, 4 Stück, nice. Der zählt ja eigentlich echt. Nice. Doch, der zählt auch noch. Rein mit dir. Leute, da vorne ist auch noch ein kleiner Strand. Wir erkunden mal. Hier sieht es aber interessant aus, sehr rockig und felsig. Ja. Und guck mal da. Das ist für Profisurfer, glaube ich. Spaß. Oh. Hier geht's hoch. Krasse Location auf jeden Fall. Ja, ist ein, halt boah, ein richtig steiniger Strand. Das ist nicht so der Bauchsteige-Strand, also, eigentlich nichts für uns. Sehr natürlich gehalten. Ja, Mann. Der Tour lässt hier ihren freien Lauf. Boah, das sind Hardcore-Wellen. Boah. Also, wenn man okay, das sind geile Wellen. Wenn man die Wellen spüren will. Ja, und hier das Meer. Hier oh, ja, stimmt. Krass, okay. Ich würde sagen, jetzt trinken wir uns einen Cappuccino. Zeit für den ersten schaumigen heute. Ja. Wie schmeckt. Ja, da hinten ist der Strand, wo wir gleich hingehen. Wolkenloser Himmel. So muss das sein. So, hier wird es jetzt gesonnt. So gehört sich das, dass mir alles vorbereitet ist. So muss das sein. Nee. So, nach einer Stunde Sonne erstmal hier schön abspülen. Ja, jetzt so Slow Motion. Ist das auch salzig? Salzig? Nee. Nee. Das ganze Salz abspülen. Freunde, jetzt gibt's eine sexy Slow Motion. Jetzt unsere Crib, unser Zimmer. Müsste sauber sein eigentlich jetzt. Genau, Putzkräfte waren da, haben dann auf jeden Fall einen ordentlichen Sauschein hinterlassen und jetzt. Ja, hoffentlich, sonst müssen wir es später zeigen. Sonst sehen wir uns dann später nochmal. Und aufgeräumt. Das sieht doch gut aus. Leute, das bekommen wir gleich. Genau, Pool gibt's gleich. Wir zeigen erstmal das Zimmer geputzt. Also eigentlich ganz easy, hier so ein Vorraum. Oh, Klimaanlage ist immer an, Alter. Ja, wir machen sie immer aus, ne? Leute, wir mögen Klimaanlage irgendwie nicht so, weil wir denken, wir werden immer krank dadurch. Und dadurch, ja, ich werde meistens auch krank durch, deswegen lassen wir die aus. Aber ja, hier ist unser Zimmer, Doppelbett auf, No-Homo-Basis, ihr wisst Bescheid, Leute. Ja, entspannt. Supplements sind auch da, genau, immer durchziehen. Damit wir nicht krank werden. Auf zum Klo! Auf zum Klo! Hier Doppelwaschbecken. Dies, das. Dusche. Stehdusche. Zack. Und noch eine Klokabine. Klokabine ist auch da. Und ordentlich ein Absein, Leute. Gepflegt ein Absein. Ganz entspannt. Okay, jetzt kommen wir zum Poolbereich. Ganz wichtig, Leute. Wir haben einen eigenen Mini-Pool. Ja, gehen wir mal raus. Das Relevanteste hier. Eigentlich das Highlight, weil hier könnte man theoretisch auch den ganzen Tag chillen. Ja. Und man kann sich auch sonnen auf der Liege. Hier kann man essen. Wir haben extra noch auch hier so eine Liegen besorgt, Donut liegen. Ja, wir haben alles, was wir brauchen. Und ja, hier der Pool. Sonnenliegen sind auch am Start. Leute, jetzt schon mal fetten Daumen hoch, wenn wir eine krasse Pool-Challenge machen sollen. Ja, man, gibt Daumen hoch. In den Donut rein und so Stuff. Daumen hoch für eine Pool-Challenge. Wer länger die Luft anhalten kann und sowas. Vergessen, dass die Brille noch anders. Die sind voller Salz, das Wasser ist einfach salzig hier, Leute. Ja. Das ist einfach Meerwasser hier. Meerwasser-Vibes, auch hier im Poolbereich. Ja, kannst du mal die Aufsicht zeigen. Genau, hier sieht man noch das Meer, ganz entspannt.
Wir wollten Jetski fahren heute. Ja, Mann, Jetski haben wir. Wir sind noch nie Jetski gefahren. Wir sind noch nie. Leute, wir haben 15 Uhr oder 16 Uhr, aber wir haben ein Lokal, wo wir frühstücken können. Das, da kannst du auch um 17, 18, 19 Uhr, glaube ich, mal frühstücken. Perfekt für uns. Genau, für uns. Wir sind Langschläfer. Genau, am Anfang hatten wir guten Rhythmus, aber dann schnell haben sich alte Gewohnheiten wieder. Ja, Mann. Okay, wir überlegen. Und dann sehen wir uns gleich. Ja. Auf geht's zum Auto. Cabrio. Jetzt zeigen wir euch unseren Cabrio, den wir hier gemietet haben. Ja, mega geil bei dem Wetter mit Cabrio zu fahren. Boah. Ist doch das erste Mal, dass wir Cabrio fahren. Ja, so geil bei also, dem Wetter. Also im Sommer. Bei jedem Urlaub immer ein Cabrio bestellen. Safe, ganz wichtig. Safe Sache. Ja, Mann, hier nochmal unsere Anlage. Echt chillig, entspannt. Ist ein bisschen weiter weg von der City, so wo was los ist. So um die 16 Minuten fährt man. Ja, es geht eigentlich. Dann sind wir auch schon da. Das Geile ist, es ist alles am Meer. Auch die ganzen Bars und so. Genau, da fahren wir jetzt hin zum allgemeinen Strand. Und da kann man Jetski fahren, Alter. So, wir sind jetzt am Wagen. Da ist er, Leute. Ja, wir wollten ein bisschen Kosten sparen, wollten jetzt nicht ganz was Dickes für den Urlaub, weil man fährt ja noch von A nach B. Ja, also Leute, was sagt ihr? Das reicht doch, oder? Reicht ja, ne? Ja, ein paar Dellen auch hier. Hier ein bisschen abgekratzt. Das hat Calvin gestern weggefahren. Aber man sieht ja auch den Spiegel. Genau, und das Dach kann man aufklappen. Genau. Geht fit. Geht schon in Ordnung. Dann machen wir auf. Ja, mach ich auf. Hä? Oh, da hinten hat's geblinkt. Echt? Hier, Leute, unser Audi A3 Cabrio. Sehr entspannt. Mein Chauffeur Calvin auch schon am Start. Ja, fahr mal raus, hol mich ab. Klapp das Dach mal auf hier. Mach mal Dach da weg. Mach mal keine Welle von der Kamera. Gestern hat Marvin mich immer rumkutschiert. Nee, du hast, Leute, Calvin hat mich die ganze Zeit kutschiert, weil der ist mein Chauffeur einfach. Auf, Chauffeur, komm. Yeah. Da kommt er auch schon. So wie es sein muss. Sehr, sehr schön. Eigentlich muss Chauffeur Tür aufmachen, ne? Digga, wir wissen beide, dass du Chauffeur bist. Okay, einmal zum Strand bitte. Einmal zum Strand bitte. Okay, mal gucken, wie man hier tankt, Alter. Heute entspannt wird getankt. Ja, was soll ich selber machen? Nice Service. Nice Service. Best Service hier. Oh, Video. What's your name? Gabriel. Gabriel? Yeah, you? Marvin und Calvin. Nice to meet you. Nice to meet you. Leute, da werden wir gleich frühstücken, aber wir gehen jetzt erstmal hier zum Strand, um Jetski zu fahren. Yes. Ich hoffe, es klappt. GoPro ist am Start auf jeden Fall. So, hier ist der allgemeine Strand. Mega lässig. Entspannt. Und irgendwo da hinten hatten wir Jetskis gesehen. Versuchen wir da hinzugehen. Leute, jetzt Jetski. Jetski-Zeit. Da ist unser Jetski. Okay, hast du alles? Ja, läuft, läuft. Okay. Boah, das war ein Monsterwelt. Wow. Für den Monster. Geht? Aber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles voller Salz. Ja, aber. Okay, bei den fetten Wellen einfach Gas geben. Ja. Yes, sir. Oh mein Gott! Leute, es ist zu krass! Das ist echt zu crazy! Ganz Gesicht voller Salz! Ja, gib nochmal Gas, halt fest! Ja, Mann! Gib ihm! Gott, Leute, wir sind komplett durchgenommen hier, Alter. Das ist echt anstrengender, als man denkt, ja, Leute. Wie so ein kleines Workout, ne? Ja, Mann, weil die Wellen, Alter, manchmal fliegt man so hoch. Ich weiß gar nicht, ob man uns hört. Und das Krasse ist,
ihr kennt ja diese ganzen Meeresfilme, ey, man könnte niemals schwimmen. Boah, würde man hier jetzt abkacken, ne? Da verbrennt keine Weste, du bist hier drin. Das kann man sich auch vorstellen, wie schnell man ertrinken würde. Ja. Du schluckst ja die ganze Zeit Wasser. Der Paranoia des Grauens. Und Salz in dein Auge, das heftig. Und dann kommt so ein Hai auf einmal. Oh, das ist ein Hai. Schnell, boah, weg, Leute. Ah! Wir sind gerade umgekippt. Mein Kelm kotzen musste halt. Ich muss gerade übergeben, Alter. Oh, so fuck. Ich will raus, Digga. Ich hab Angst, dass du bereit. Oh mein Gott! Leute, wir haben hart verkackt! Was hast du gemacht? Du hast verkackt! Verkackt! Wir haben sogar diesen Schlüssel verloren einfach. Oh mein Gott, ey. Statement! Was sagst du, Statement? Ich hab so viel mehr Salz in der Fresse, Digga. Ich brauch mein Essen gar nicht verwürzt. Zum Glück haben wir vorhin nicht gegessen. Ja! Also wie gesagt, Leute, ich muss mich übergeben. Aber irgendwie kam nur Wasser raus. So Leute, haben uns gerade nochmal abgeduscht. Statements. War eine geile Erfahrung. Und ja, auf einmal bin ich sehr krank geworden. Das war crazy. Und da kippt noch das Boot. Ja, weil du bist nach links gegangen. Und dann war zu viel Gewicht links. Dann war ich auch noch links. Und dann sind wir einfach umgekippt. Ja. Und wir haben noch irgendwie diesen Schlüssel da verloren oder so. Ja, der hat noch einen Schlüssel gefolgt, der Typ. Ja, Mann. Wurden schwer gerettet. Ja. Wie geht's jetzt? Ja, jetzt geht's halt besser. Jetzt kann ich langsam auch gleich wieder das Frühstücken. Wie sieht's aus mit Frühstück? Wir spazieren noch ein bisschen. Um 17 Uhr vielleicht. Ich hoffe, die machen überhaupt noch Frühstück. Genau, ansonsten wird schon selbst gegessen. Ansonsten gibt's einen dicken Burger. Aber ja, war eine krasse Erfahrung und echt abenteuerlich. Ich bin gespannt, wie die Aufnahmen aussehen. Ey, auf einmal sind wir da, das Boot ist umgekippt. Ich denke mir nur so, oh mein Gott, die Wellen kommen jetzt. So Leute, wir sind jetzt hier in unserem Stamm-Frühstückslokal. Bester Laden, Leute, wir haben 18.30 Uhr und es gibt immer noch Frühstück, Alter. So genial für uns. Das ist krank. Oh, die Linse ist ein bisschen beschlagen. Bam, Leute, zieht euch das rein. Pfannkuchen, Kuchen, Nutella, Marmelade, Honig, Butter, Bacon mit Ei und Soße. Croissants, Brote und hier natürlich der zweite schaumige heute. Mit einem schönen Keks, da ist Nutella drin. Ja, Mann. Außerhalb Kakao. Zeig mal den Keks, komm. Erstmal ist hier eine Kakaoschicht drum. Ja. Und abbeißen. Da ist Nutella drin, Alter. Zu geil. Voller Fokus. Mit Cappuccino Beste. Oh, ey, Leute. Tunk mal rein, da. Hier. Marmorkuchen. Und die Chicken Bagels sind da. Chicken, Tomate, Käse. Oh ja. Beiß mal rein, da Mensch. Und? Mega gut. Leute, wir sind einfach noch nie diese Roller gefahren. Und jetzt ist das erste Mal, einfach in Griechenland fahren wir jetzt diese Roller. Geht das? Ich weiß nicht. Okay, wir haben es easy rausgefunden, Leute. Es klappt. Ey, wie soll ich die Kamera halten dabei? Ey, immer muss ich die Kamera eigentlich halten, ne? Was ist das eigentlich, Leute? Yeah. Willkommen in Paradies, Freunde! Geile Location hier mit den Palmen. Richtig chillig. Hier wird mir erstmal jetzt ein Insta-Bild gehustelt. Würde ich auch mal sagen, ne? Deswegen schaut auf Insta vorbei. Schaut auf Insta vorbei. Ich würde sagen, wir sind mitten auf der Straße, eigentlich geil, ne? Schaut auf Insta vorbei. Schaut auf Insta vorbei. Schaut auf Insta vorbei. Schaut auf Insta vorbei, Leute, ihr wisst Bescheid. Ey, das macht so Bock mit den Dingern. Leute, wenn ihr die findet, vor allem im Urlaub, Junge, das macht übertrieben Bock. Im Sommer. Und die sind richtig schnell, Alter. Wir haben da hinten geparkt. Eigentlich wäre 15 Minuten Fußweg. Aber die Dinger retten uns das Leben gerade. Sonst müssten wir halt mit Auto hier auf Krampf oder so oder halt zu Fuß latschen. Bei dem Wetter. Kühlt das schön ab, Leute. No Werbung. Steig mal auf dein V8 bis hier. Mein V8. Da. Mal starten. Oh, das macht krass. So,
So, wir gehen jetzt schön Steak essen, sind jetzt gerade auf dem Weg. Ja, aber wir sind ja auf so einer verlassenen Straße, Alter. Was geht ja? Ja, ich bin echt gespannt. Also total ruhig hier und ja, ich hoffe, das Restaurant hat ja auf. Genau. Und vielleicht ist er da richtig krass leer, wenn wir da ankommen. Sieht sehr an der Kamera hier aus der Weg. Ich bin auch mal gespannt. Auf jeden Fall, wir hatten voll Bock auf Fleisch. Ja, auf jeden Fall gibt es da alles. Es gibt fetten Beefburger. Steaks, alles, was das fleischige Herz begehrt. Ja, Mann, da wird jetzt fett gegangen. Wir werden richtig rein, Bruder. Schauen wir, was wir uns aussuchen. Bis gleich. Oh, Leute, da vorne schon das Restaurant. Und Marvin packt jetzt mal ein. Einpackkünste bei Marvin. Hast du von Mercedes gewechselt auf Audi? Jürgen, passt das so? Ich würde sagen, das ist, ich glaube schon mal das Maßband, ne? Ja, Vorsicht, ne? Wir messen nochmal nach, ne? Das muss doch, da kommt das Dach. Das muss doch ordnungsgemäß hier laufen. Marvin, gehst du Mercedes fremd? Was, Audi jetzt auf einmal hier, ne? Viel Urlaub kann man fremd gehen, ne? Was im Urlaub passiert, bleibt im Urlaub. Hier, ne? Spaß, ja, Spaß. Nee, nee. Wenn Calvin eine Pepsi aufmacht, sieht das, das so aus. Ich hab Mist gebaut und ja, entweder ich krieg jetzt gleich eine neue oder ich krieg jetzt noch hier hin. Oh Mann, ey. Hey, der Verschluss war defekt? Oder muss ich das so umdrehen? Nee, drück mal rein, oder so rum? Nee. Andersrum. Ja, Digga, was soll ich denn rein? Drück, drück. Das geht ja gar nicht. Ja, ja. Oh, versuch mit Gabel reinzufixen. Geht das? Mit Messer. Ja, gleich wird's gequincht. Versuch langsam. Geht nicht? Versuch nochmal. Versuch. Okay, okay, okay. Bisschen. Ja, okay, lass. Leute, der hat's einfach eine neue gegeben. Ich hab eine neue. Wenn ich jetzt verkacke. Wenn du jetzt verkackst. Ey, dann wird's peinlich, Digga. Dann. Oh ja. Okay, es war wieder perfekt, ich bin nicht zu doof. Oh Leute, die Platte ist da. Nice, nice, nice. Thank you. Leute. Tomaten, Zwiebeln, Tzatziki, Pommes, Gyros, Steak, Bacon, Sausage, also Würstchen. Hier noch mehr Gyros, Gyros, Zitrone. Schön drüber machen. Oh, oh, thank you, noch Brot. Brot, Alter. Ich glaube, wir haben ein neues Stammlokal gefunden. Genau, wir wollten erst das, das ist für eine Person. Wir wollten das für vier Personen erst holen. Für vier Personen wollten wir erst holen. Dann meint der, ist zu viel. Ja, ist too much, ist too much. Ja, und wir gönnen das. Leute, schaffen wir das oder nicht? Schreibt es in die Kommis. Müssen wir easy schaffen. Komm. Wenn ihr zukünftig die Ersten sein wollt, die alles sehen, folgt uns auf Instagram. Köln für die Marfit, könnt ihr alles sehen. Da bekommt ihr mal alles mit. Und jetzt kommt zum Beispiel eine Instagram-Story. Hättet ihr schon sehen können. Tzatziki noch. Pommes auch noch. Boah, shit, Mann, ja. Komm rein. Für euch, man. Komm, ein Biss-Challenge. Oh, ein Biss. Ein. Boah. Schmeckt? Nice, nice, nice. Leute, wir gönnen uns jetzt. Leute, wir haben es geschafft. Alle, die Nein gestimmt haben, Läppsch von euch. War schon ein ordentlicher Hammer, ne? Aber wir haben es gepackt. Und nochmal voll. Erstmal verdauen, dann gucken wir, was wir machen. So, Leute, für uns geht's jetzt in eine Bar. Yes. Wir werden dort schön einen Schaumwein trinken. Genau. Ein bisschen was snacken, was trinken. Genau. Eventuell eine Pfeife rauchen. Du wahrscheinlich. Outfit of the day, Leute. Ja, Mann, auf entspannt. Ja, man, Muskelchill. Und wie gesagt, die Luft, mega geile Temperatur, richtig frisch. Ja, Mann. Voll entspannt. Echt chillig, ey. Guck dich das hier an. Ich kann da rumrennen. Echt entspannt hier. Auf zum Audi. Jo, wir sind ja mitten im Geschehen. Ich glaube, hier sind die meisten Touristen am Start, aber. Gar nicht so viele Deutsche bis jetzt, ne? Ja, Mann. Hier ist so Hotspot, Modspot mäßig. Boah, ist full aber, ne? Marvin freut sich schon zu dampfen. Ja, Mann. Du bist schon gehypt. Ich brauch meinen Stoff. Ja, wir suchen jetzt die Bar und dann sehen wir uns in der Bar, würde ich sagen. Mal schauen, ob es da leer ist oder auch voll sein wird. Mal schauen. Einmal Bizeps. Leute, ist ein bisschen laut hier, aber ja, wir genießen den Abend noch. Ja, Mann, wir chillen jetzt schön. Wir werden jetzt im Schaum beginnen und ein Erfrischungsgetränk. Leute, haben wir gerade einen romantischen Verdauungsspaziergang gemacht. Spaziergang. Sehr romantisch hier. Ja, Mann. Wir packen uns jetzt ein Boot und fahren zu unserem Hotel. Eine Gondel packen wir einmal zum Hotel. Nee, aber irgendwie voll entspannt hier. Echt chillig, Mann. Abends einfach. Kleiner Kanal hier. Ja, Mann. Auf Chillo. Würde man sagen, ich mach jetzt mal einen Körper rein. Ne? Komm. Leute,
Der Tag neigt sich dem Ende zu. Der schöne Pool ist am leuchten. Ja, wir chillen ja noch bis Freitag. Und ja, ich würde sagen, wir grüßen noch zwei Leute, die uns auf Instagram folgen und die Glocke aktiviert haben. Und zwar Ioannis und Selina. Bam! Ihr habt die Glocke aktiviert und uns abonniert. Danke dafür. Wenn ihr auch uns gegrüßt werden wollt, das einmal machen und uns beiden auf Instagram folgen. Einmal Marfit, Mirkel und Fitti. Dort jeweils das neueste Bild von uns liken und mit Hashtag Glocke aktiv kommentieren. Und ihr habt die Chance, hier eingeblendet zu werden. Viel Glück! Yes, also bis zum nächsten Video. Peace!